Ach. Es ist schon ein paar Jahre her, dass ich auf Hyndars Fjall war. Wenn ich mich recht entsinne, geht es hier nach Lofoten. Stufe 18 und 2 Punkte gekriegt. Müssen wir gleich mal investieren. Hütten, frische Gräber. Hier muss es sein. Da gibt's eine Art Versammlung. Der Zeitpunkt ist schlecht. Für Gespräche über die wilde Jagd gibt's nie einen guten Zeitpunkt. Also ich muss mal kurz die Punkte ausgeben. Zwei Punkte haben wir. Luxuriös. Täuschung. Haben wir das nicht schon gemacht? Stufe 3. Ah, okay. Zusätzliche Punkte für Freischaltung nötig 1. Ah, da brauche ich 2 Punkte für. Aha. Und das ist dann Marionette. Mhm. Sie wird vorübergehend zum Verbündeten. Jetzt sagt sie, oha. Da hab ich auch Bock drauf. Axi-Zeichen sind Zitätität. Okay. Dominanz. Und zwei Gegner zugleich. Okay. Hier müssen wir nochmal leveln. Präzisionsschläge nochmal zu. Oder. Leichtfüßigkeit, ja, auch mal interessant. Krafttraining. Vernichtende Hiebe. Wird die Chance auf kritische Treffer. Mit starken Angriffen um 2%. Ich hole mir das. Müssen auch mal ausrüsten. Das haben wir schon. Ah ja. Sehr schön. Falls wir jetzt mal Manipulation brauchen. Wir haben Stufe 3. Das müsste klappen. Eine Art Ritual. Wir werden warten müssen. Kommt nicht in Frage. Liebe Schwestern, entschuldigt die Störung, aber wir kommen in einer wichtigen Sache. Seht ihr nicht, dass wir der Toten gedenken, ihr? Und wir suchen jemanden, der noch lebt. Bitte, es ist dringend. Dann sprich. Wir suchen nach einer jungen Frau namens Ciri. Aschblondes Haar, grüne Augen. Tut mir leid, sie ist nicht hier. Wenn sie nicht in einem Grab liegt? Der Name sagt mir nichts. Aber ich habe so viele begraben, vielleicht habe ich es vergessen. Diese Ciri... Die hast du nicht vergessen. Hier auf der Wange? Ja, ja. Was ist mit ihr passiert? Weiß ich nicht. Ich habe sie nur einen Augenblick gesehen. Kurz bevor... Davor. Sie waren den Stellen mit dem Feigling. Tausendfach verflucht sei er. Mhm. Dieser Feigling, von dem ihr sprecht, hat er einen Namen? Er hatte einen, bis er aus der Sage der Ahnen gestrichen wurde. Es ist, als existiere er nicht mehr. Es ist verboten, mit ihm zu sprechen, ihn zu berühren. Sein Name darf nicht genannt werden. Aha. Was hat er denn getan, um das zu verdienen? Er ist vor der wilden Jagd geflohen. Er allein. Wir müssen mit ihm reden. Auch wenn das nicht euren Bräuchen entspricht. Ihr kommt zu spät. Er ist in den Garten gegangen, um gegen Morkwag zu kämpfen. Morkwag? Was ist das? Wer, meinst du? Der mieseste Mann, der je auf den Skelligen gelebt hat. Nichts war ihm heilig. Er hat das Land seines eigenen Clans angegriffen, Gold von Nilfgaard geraubt, Kinder und Schwangere getötet. Hm, die Sorte kenne ich. Es hieß, er fürchte nur den Zorn der Götter. Das wollte Morkwag nicht auf sich sitzen lassen. Er segelte nach Hyndarsfjall, um den Garten der Göttin zu zerstören. Das war vor über 10 Jahren.
Die Erzpriesterin Ulve trat ihm in den Weg. Er stieß ihr eine Klinge zwischen die Rippen und warf sie in den Dreck. Während sie verblutete, verfluchte sie ihn. Und Morgbak verwandelte sich in eine Bestie. Ein Fluch? Ein Monster? Du hast Arbeit. Ich kann Morgbak besiegen. Ich weiß nicht, zu was er geworden ist, aber das Silberschwert dürfte wirken. So einfach ist das nicht. Morgbak wurde schon oft besiegt. Na, da haben wir wieder so eine Bestie hier. Ein komplizierter Fluch, also. Ich brauche mehr Details. Seine Quest bei Nubi. Verstehe ich, aber mehr weiß ich nicht. Ist mit dem Baron, wo wir dort waren. Sprecht mit Thor, Sohn des Einer. Er war im Garten, als Morgbak und seine Männer angriffen. Er hat gesehen, was passiert ist. Von allen Pilgern, die damals dort waren, ist nur er entkommen. Im Sumpf. Er wohnt in Lau. Wird das wieder ein Bosskampf? Ihr findet ihn dort am Anlegeplatz, wenn er nicht gerade auf See ist. Wo ist dieser heilige Garten? Nicht weit von hier. Im Norden. Wir haben dort einst Heilkräuter gezüchtet. Und jetzt? Jetzt gehen wir nur noch bis zu dem Baum, den die Göttin gepflanzt hat. Dorthin tragen wir unsere Opfer und Bitten. Wer sich weiter wagt, bleibt für immer im Garten. Ah, ja. Ein Feigling, der freiwillig in den Kampf zieht. Kommt nur mir das widersinnig vor? Darum hat er es getan. Der Feigling wusste, er kann die Ältesten nur umstimmen, wenn er Morgbak tötet. Und so seine Ehre und seinen Namen wiederherstellen. Ein Prozess durch eine Probe. Typisch für die Skelligen. Ich verspotte eure Gesetze nicht. Respektiert unsere bitte auch. Danke für eure Hilfe. Ihr wollt also den Garten aufsuchen? Ich mag es nicht, wenn Fremde den heiligen Boden betreten. Aber nun gut. Der Brauch will, dass Pilger vor dem Baum etwas von ihrem Blut opfern. Der Feigling hat das bestimmt getan. Es sei denn, er war nicht nur feige, sondern auch respektlos gegenüber Freya. Mach dir wegen uns keine Sorgen. Geralt und ich zollen den Göttern immer den Respekt, den sie verdienen. Der Blick. Ein Mörder. Ja. Wir können dir eine Form. Wir können dir. Auf geht's. Vielleicht ist diese Spur schon kalt. Auch wenn der Feigling tot ist. Wir schaffen das schon. Wie denn? Das wirst du dann sehen. Du könntest wirklich etwas Freundliches sein. Ich wäre gerne mit Pferd zu gut unterwegs. Die Frauen, die du dich hast, oder? Hey, Geralt, komm zurück. Ich bin schon da. Ich hole nur mein Pferd. Falls das geht. Da reitet sich's. Nur auf Gefahr zu kommen, schneller weg. Ich meine, ich muss eh bei ihr bleiben. Sie hat kein Pferd dabei, aber okay. Vielen Dank, oder? Sieh einer an. Das muss Morgbak sein. Der hat ja... Halt! Einen Bissen. Nur einen haben. Ein Stückchen. Einen Krümel. Essen. Okay. Was ist hier los? Scheiße. Nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Was? Mit der Verwechslung beim Heiligen Baum. Nach Stuhl. Warte, bis er mich genauer sieht. Aha. Der Mann nicht die. Also, wo fangen wir an? Die Beste der. Gehen wir zu dem Baum, den die Schwestern erwähnt haben. Der Werwolf nicht da. Willst du für die Göttin bluten? Nicht unbedingt. Aber der Feigling hat es getan. Wir könnten seine Witterung aufnehmen.
Aha. Der Feigling war hier. Schau, der Abdruck. Er hat sich hingekniet und sich für das Opfer geschnitten. Blutflecken, siehst du? Nein. Ich mag übermenschlich schön sein, aber meine Sinne sind menschlich, nicht wie deine. Darum solltest du hier oben bleiben. Nichts für ungut, aber in dem Unterholz und Dreck wärst du... Dir ein Klotz am Bein? Ich hätte es schöner formuliert, aber ja, das kommt ungefähr hin. Gut, wir machen es, wie du sagst. Zur Not kann ich von hier oben aus zaubern. Gut, dann also bis später. Pass auf dich auf. Ich brauche dich, wenn ich Ciri finden will. Komm schon, war ein Scherz, du Trottel. Ich brauche dich, Punkt. Besser? Besser. Okay, das Blut sieht sie nicht. Das heißt also, menschlich Sinn heißt blind. Der große Blutfleck auf dem Tisch. Das Blut ist übersehen. Reichlich geflossen. Die Spur ist deutlich. Müsste mich zu ihm führen. Da unten ist etwas. Ich kann es nicht erkennen. Flache Spuren. Der Feigling ist vorsichtig aufgetreten. Jetzt sind Fuß geschnitten wahrscheinlich. Oder wie? Opa! Ein Wolf. Wolfsleber. Yummy. Leber. Naja. Keine Bissspuren. Ja, mir ist jetzt ein bisschen zu viel gesagt, aber... Ja, kann man essen. Nein, der liegt schon länger hier. Was? Ich verstehe dich nicht. Komm näher, wenn du reden willst. Ihre Sinne sind wirklich getrübt. Ja. Nein, ich will nicht reden. War das Herumschleichen wohl leid und hat angegriffen. Wie der Wolf hier. Warum sind die Wölfe stärker geworden oder sind sie schwächer geworden? Ich kann mich noch dran erinnern, in dem einen Baum, wir sind Werwolf-Bosskampf hatten. Da habe ich die mit einem Schlag getötet, die Wölfe. Sind wahrscheinlich stärker geworden. Das Blut des Feiglings. Ja. Hundeteil. Der Feigling war verletzt. Er rannte los. Ja, hier vielleicht lang. Okay, wo ist er lang? Das Blut des Feiglings. Okay, scheinbar eher hier lang. Ja, hier. Abgeschlossen. Fühlt sich nicht. Der Feigling muss sie versperrt haben. Oder verrammelt. Ich muss außen rum. Okay, das kriegen wir hin. Okay. Schön verschlossen. Dieser auch. Ein bisschen looten. Nicht viel zu holen. Aber okay.
lang meint das Spiel? Ja, sagt das so. Tja. Wir müssen da lang. Hundeteig. Mhm. Du führt mich woanders lang. Aha, mal schauen. Ach, hier waren wir doch schon, oder? Nein. Und? Was gibt's? Was weißt du über diesen Garten? Lass mich nachdenken. Er ist total verwildert. Ich dachte eher an seine Geschichte. Es heißt, Freya selbst habe ihn gepflanzt. Als die Welt noch jung war, zog die Göttin über die skellige Inseln und säte Samen zwischen die Felsen. Aber die Schlange Ouroboros biss ein Loch in ihren Korb. Alle Samen rieselten heraus und landeten hier. Darum ist dieser Garten so üppig, während die Inseln sonst karg sind. Glaubst du das? Meinst du das ernst? Natürlich nicht. Das Mikroklima ist günstig für Pflanzen. Das ist alles. Ja. Verwandelt in einen Werwolf. Was für ein Hundeleben. Tja, sind nicht alle jungen Leute Wölfe im Schafspelz? Dann hat der Fluch ihn an diesen Garten gebunden. Hier liegt doch der Hund begraben. Einen Wolf gefeiert hat er sich hier bestimmt nicht. Wer will schon mit den Wölfen heulen? Gerald, das reicht jetzt. Na schön. Obwohl ich noch ein paar gute gehabt hätte. Bestimmt. Sagen wir, du hast gewonnen. Das ist ja zum Heulen. Ich habe eine Leiche gefunden, aber nicht die vom Feigling. Und warum glaubst du, dass mich das interessiert? Weil sie keine Bissspuren aufweist. Findest du das nicht seltsam? Die serikanische Küche, Rittersporns Ruhm und Schnabelschuhe finde ich auch seltsam. Und trotzdem diskutiere ich nicht darüber. Lass mich zwischen den Zeilen lesen. Meinst du, ich verschwende deine Zeit? Ich finde, dass wir uns auf das konzentrieren sollten, was gerade am wichtigsten ist. Ja. Gut, ich gehe wieder runter. Sei vorsichtig. Here we go again. Ach so, hier können wir durch. Vielleicht durch die Mauer. Sieht zwar eher nicht so aus, aber versuchen kann man es ja mal. Tja. Irgendwo durch. Die Karte ein bisschen zu blöd, um das zu checken. Ich habe außerdem das Gefühl, im Kreis zu laufen. Nicht.
Rest im Garten. Ja, nun. Können wir den mal aufs Dach steigen hier? Ich blick das aktuell überhaupt nicht. Welche Beweise hier, welche Hinweise? Verschlossen. Hier waren wir anfangs. Ja, hier haben wir das Problem, dass wir nicht durchkamen. Diese Spuren müssten mich zum Feigling führen. Oder zu seiner Leiche. Wait. Können wir das? Zum Aufrahmen. Natürlich nicht. Tja, also. Ich schnell es einfach nicht. Die Fackel anzünden. Ich blick's nicht. Die Fackel können wir nur einen ganz bestimmten Moment anzünden. Es ist schwer zu treffen, die Box. Wenn die Tür direkt daneben steht. Wisst ihr was? Vielleicht kann ich ja okay, das bringt's nicht. Hier. Das klingt es irgendwie auch nicht. Sollte es hier einen Geheimen geben oder? Wie kommt man hier am dümmsten weiter? Außer sich durch den Zaun zu lutschen. Und der Wand hat Spuren. Die waren natürlich gleich wieder weg. Dafür habe ich jetzt Schaden bekommen. Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Wo kommt man die Schlüssel her? Ich guck mal, ob es eine. Ob es eine Seite mit einer Komplettlösung gibt, dann
Ich komme hier gerade wirklich, ich stehe wirklich dort. Ich habe gerade wirklich ein Brett vom Kopf. Ihr seht es wahrscheinlich alle und sagt mir, mach doch das. Warum macht er das nicht? Jetzt zuschauen ist immer. Das muss eine lange Komplettlösung sein. Witcher 3 Komplettlösung. Novigrad Skellegon. Ich werde mal schon was erfinden. Ja. Namenlos, ja genau, das ist die Quest, die wir haben. Freyas Garten von den Feindlingen suchen. Namenlos. Blut auf dem Boden. Richtung Einungstür. Auf der verschlossenen Tür aus nach rechts und ihr seht, rechte Hand neben den Stufen eine weitere kleine Holztür, die auf der Karte sogar als Eingang markiert wird. Ahö. Mit den Holztür überblickt, übersehen. Gibt es Säule? Das ist okay. Aber den Sprung sind wir schon gefolgt oder nicht? Das war mit das Haus, ist auch abgeschlossen. Okay, hier können wir hoch. Eventuell. Nicht danach aus, aber okay. Steigt neben dem Haus auf das schmale Holzdach des Unterstandes und lasst euch runter zur kleinen Holzbrücke fallen.
So, das hier. Die waren wir noch nicht tatsächlich.